Kennt ihr die? Die Challenge ganz da unten, wo gerade der Pfeil drauf zeigt? Kennt ihr die? Die ist geil. Delete this Challenge heißt der Scheiß. Und nichts ist in dieser Challenge so, wie scheint. Alles ist randomized. So wie das Stockwerk aussieht, die Musik, Steine. Sieht alles auch mega glitchy aus. Items sind auch nicht das, was sie scheinen. Wir starten nämlich mit diesem wunderbaren Item TM Trainer. Und das ist ein wunderbares Item. Denn was das macht, seht ihr jetzt, wenn wir diesen Itemraum betreten. Weil ihr denkt euch, eine Challenge mit Itemräumen, wie komisch ist das denn? Nun, schauen wir mal rein. Hey, guck mal, das ist ein super Item. Das kenne ich. Das macht doch irgendwas. Es ist Isabel $3 Bill. Das ist der Trick an der Challenge. In der Challenge passiert, nun ja, alles. Also die Items, es kann alles ein Spacebar-Item sein, es kann ein Passive-Item sein. Also du kannst, also du findest wahrscheinlich hier mehr aktive Items als passive. Weißt aber nicht, was sie tun, weil meistens so 3, 4, 5 Items in einem gemixt sind. Du kannst da so ultimative Scheiße gewinnen. Du kannst da halt aber auch, nun ja, den Höllentrip deines Lebens erhalten. Es sind alles Sachen, die können passieren. Jedes Shop-Item, Boss-Item, jedes Item, das wir bekommen, wird so aussehen. Wegen TM Trainer. Und ja, dieses Item gibt es wirklich im Spiel. Warum sollte man das nehmen? Naja, für die Leute, die den ultimativen Eden Run haben wollen. So, gucken wir mal im Shop. Guck mal, für 61 Cent kriegst du auch dieses wunderbare Item. Keine Ahnung, was es ist, aber es ist da. So eine Bombe wäre echt nicht schlecht, du. Ah. Mist. Gut, Bosse sind nicht randomized. Also es ist jetzt nicht so, dass der hier irgendwie ein Hasch begegnen könnte oder ein Delirium. Das wäre schön. Das wäre bestimmt total schön. Ich habe auch noch nicht auf gar keine Weise rausgefunden, was das Item macht, das wir einsammeln oder eingesammelt haben. Ich habe keine Ahnung, was es tut. Also es macht nichts, wenn wir getroffen werden. Es hat keinen aktiven Effekt. Ich glaube, Sets haben wir auch nicht dazu bekommen. Also irgendwas muss es ja tun. Aber niemand weiß es. Naja, vielleicht ist das Item ja besser. Light, Tome of Kno. Ja, auch ein Passiv. Wir haben Fliegen bekommen auf jeden Fall. Wir gehen jetzt nochmal gucken, ob wir, ich weiß nicht, ich glaube für 3 Cent werden wir keine Bombe kriegen. Aber wir bekommen die Chaos Card. Okay. Ja. Nehmen wir. Wir müssen zu Blue Baby auf jeden Fall. Das ist das Ziel der Challenge. Wir müssen Blue Baby besiegen. Burning Basement. Okay, irgendwoher haben wir noch ein, Ding bekommen. Ein Seelenherzchen. Weil wir haben eins im Shop gehabt, aber wir haben auch... Oh, guck mal. Radiant Victory. Auch wieder ein Passiv. Was haben wir hier? Ich sehe, da ist die Longlegs mit drin. Die Friend. Alles passiv, das hatte ich auch noch nie. Ich hatte meistens 5 aktive gefunden. Aber alles passiv? Aber es erhöht meine Stats alles nicht. Also ich habe keine Ahnung, was die Sachen machen. Irgendwie spawnen Gegner hier zu Bomben. Also unglücklich bin ich gerade nicht. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr komische Challenge.
Okay. So, bleibt mal alle liegen. Okay, wir werden hier richtig begünstigt mit Dingen. Okay, nächster Boss. Hey, Larry ist vollkommen okay, aber wir sind ja auch auf dem zweiten Stockwerk. Es ist aber ein langer Larry. Ja. Ein langer Larry. Das war ja mal eine süße Animation, dass der da über seine eigene Scheiße getrüppelt ist. Das war echt niedlich. Menschen, die Scheiße niedlich finden, arbeiten wahrscheinlich meistens im Kindergarten. Das ist a Fame. Das ist das Item a Fame? CP. Es hat ein lautes Geräusch gemacht. 3 Seelenherzen? Puh, klar, I take it. Hourglass Tempo, Blast 5 Bombs. Was machst du? He pit Demon Wings. Oh, ich hab Brimstone! Okay. Jetzt müssen wir nur gucken, also was macht jetzt a Fame? Also was macht hier unser Spacebar-Item? Das ist die Frage des P-Chosen. Keine Ahnung, ich sehe auch nicht, hat's was mit meinem Leben gemacht? Die Krone wollen wir nicht mitnehmen, weil da kosten alle Items. Oh, guck mal, ich habe den Kreisel gerade eben gehabt, warum auch immer. Kosten dann Kohle. Also Seelenherzen hätte ich auf jeden Fall wieder gern. Oh, scheiße, haben wir Infestation 2. Sieht sehr danach aus, finde ich sehr, sehr gut. Also du kannst bei dieser Challenge übelst Glück haben, aber überwiegend wirst du, glaube ich, eher auf die Fresse fallen bei dem ganzen Spaß hier. Also das nenne ich auch mal eine Fliegenarmee. Das hätte ich gern. Aber ich kann nicht fliegen. Ich lege auch 2 Bomben. Okay. Ich meine, wir haben Brimstone. Nutzen wir den Spaß. Ich mag die fliegenden Bomben irgendwie, aber auch irgendwie nicht. Ich habe Angst, dass die mich treffen. Tinted Rocks sollten wir... Da sollten wir auf jeden Fall noch Ausschau halten. Goldene Bombe, da komme ich auch nicht ran. Spirit Heart da drin? Tatsache, und ein super teures Item. Ich nehme das mal. Gibt tatsächlich inzwischen Items, die wirklich so teuer sind. Im Shop. Da lohnt sich dann der ein oder andere Steam Sale. Weil 2 machen ja auch nicht mehr alles kostenlos. Es ist ja dann nur noch 75% bei 2 Steam Sales. Rotten Heart wollen wir nicht. Damit ordentlich Speed die Kacke da zu schießen. Das ist keine Kacke. Kollege, hör auf. Hast du mir gerade ein Monstro gerufen? Hast du gerade den Gegner verdoppelt? Was zur Hölle sollte das denn? Warum habe ich 5 Kreisel? Was ist das? Für ein Background-Geräusch? Habe ich dezent Angst? Eventuell. Eventuell habe ich dezent Angst. Jetzt bekomme ich keine Fliegen mehr, sondern bekomme Familiare?
Was bist du? Lead Pencil, he's a bl... He's a bleard? Was ist er? Also ich bin... Also bei der Challenge alles kaputt. Hey, ein Luckpenny. Nehme ich auch. Shop lohnt sich hier auch auf dem Stockwerk? Oder könnte sich lohnen? Bombe habe ich hier, die Pille habe ich auch schon öfter gesehen. Vielleicht sollte man die mal nehmen. Weil ich weiß ja auch nicht, ob ich ein PhD drin habe. Das kann ja auch sein. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas Lustiges drin. Pillen. Komm. Brimstone. Ja, ich hab Brimstone schon. Aber die Frage, das Spannende ist jetzt, was passiert, wenn ich drauf drücke? Was passiert, wenn ich jetzt mein Aktiv-Item aktiviere? Sterbe ich? Gewinne ich? Sterben alle Gegner? Bekomme ich Leben? Verliere ich Leben? Wird der ganze Run gerollt? Man traut sich nicht, wenn der Run so... Der ist wirklich okay gerade. Okay. Bling. Wer weiß, wo uns dieser Run noch hinführt. Angst habe ich auf jeden Fall schon ein bisschen. Das ist ein Damage-Up. Und wir bekommen irgendwie die Kreisel immer mal wieder. Jeder Gegner, den ich kill, gibt mir ein Familiar. Ich hab euch berührt und ihr wart tot. Meat, Holy Shield. Was machst du? Du lässt mich fliegen und mich pupsen. Aber du gibst mir ein Damage Upgrade. Okay. Necropolis XL, alles klar. Das sieht auch nicht so ganz gesund aus. Hallo? Ah, das ist eine Wand. Sah eher aus wie Boden. Und den Spaß auf dem XL-Stockwerk. Na, super. Keybagger? Okay, ich scheine so einen Necronomicon-Effekt drin zu haben. The Chariot. Ja. Vibrant Bulb nehmen wir mal auf jeden Fall. Skinny Odd Mushroom? Deeches. Ich habe auf jeden Fall Leben bekommen. Oh, und ich habe einen Wurmeffekt. Okay. Irgendwas wird's bewirken. Um Gottes Willen, was passiert? Ich gehe in diesen Raum, glaube ich, nicht mehr rein. Guckt euch das an. Wahrscheinlich müssen wir in den Raum rein, der wird wahrscheinlich zum Boss führen. Ja. Shop hätte ich auch. Ah, Moment. Zweiter Itemraum auch. Es gibt. Das ist ein XL-Stockwerk. Das darf ich nicht vergessen. Das heißt, ein Shop, zwei Itemräume, zwei Bosse. Oh, Curved Horn ist halt auch mega gut. Also zwei Trinkets können wir mal nicht tragen. Ich glaube, ich nehme lieber das All-Stats ab mit. Wir haben keine Schlüssel mehr.
Ah, wobei, Curved Horn ist ein dauerhaftes Upgrade und wenn ich die Spacebar benutze, verliert Vibrant Bulb ihren Effekt. Weil die Glühbirne funktioniert nur, wenn wir einen Charge voll haben auf unser aktives Item. Na scheiße, du machst ja jetzt ohne Kacke. Um Gottes Willen. Also es ist der beste Attempt, den ich für diese Challenge hier je hatte. Das muss ich gerade einfach mal so sagen. Weird ist es trotzdem. Absolut. Das leugne ich nicht. Auf gar keinen Fall. Wir haben eine Karte getroppt. Ich verliere auch irgendwie nur meine... Nee, wir bleiben dabei. Aber komm. Lass das Ding rerollen. Irgendwas wird's gebracht haben. Uns wahrscheinlich den Tod. Ja, wie gesagt, im Shop könnten wir auch noch ein Seelenherzchen finden. Wobei wir ja gerade nur roten Herzschaden nehmen. Also das ist ja wirklich gerade so ein Ding. Oh. Oh. Drink it me, he ladder. Jetzt haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viele rote Herzen. Kann ich jetzt mehrere Trinkets mitnehmen vielleicht? Wir müssen das ausprobieren. Wir müssen jetzt alles ausprobieren. Jede Variante durchprobieren. Weil wir müssen ja irgendwie rausfinden, was hier passiert. Nein, wir bleiben bei nur einem Trinket. Schade. Hätte Vibrant Bulb ultra gerne mitgenommen. Dieser Brimstone wird auch gelb. Ist das Head of the Keeper? Ist das Head of the Keeper? Weil wir Münzen droppen, wenn wir... Was ist das? Wing it? Um Gottes Willen, was ist bei dieser Challenge kaputt? Na gut, die Batterie hat er jetzt nicht eingesammelt, die er vorher so angepriesen hat. Rote Marms spawnt überwiegend nur den Fuß. Warte mal. Haben wir eine Class Cannon irgendwie mit drin? Das Gefühl hatte ich gerade irgendwie. Hangman. Ewas. Kommen wir überhaupt zu Blue Baby? Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle? Oh mein Gott. Da ist Isaacs Hart mit drin. Luck up, okay. Ich bin komplett überfordert. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Ich will das Item behalten. Mit dem aktiven Item bin ich, glaube ich, super zufrieden gerade. Es ist ein Damage Up. Okay. Es passieren Dinge. Ah.
Ah! Ja. Habe ich Schaden genommen? Jedes Mal, wenn ich auch ein... Irgendwie... bekomme ich mehr rote Herzen. Warum? The Stars teleportiert mich irgendwo hin. Warte, wir sprengen das mal in die Luft. Weil so ein Herzchen macht halt schon Sinn. Die Frage ist, wie komme ich denn bitte zu Blue Baby? Ich meine, ich habe das Polaroid nicht. Oder muss ich Glück haben oder... Geht der Run so lange, bis ich irgendwas Polaroid-artiges gefunden habe oder aus Zufall zum Blue Baby kommen? Oder was ist der Ziel der Challenge? Kann ich das überhaupt auf regulärem Weg machen? Der Bloodbring. Okay, das war auf jeden Fall Schubdewub. Weiter runter. Wir gehen einfach weiter runter. Was soll's? Wum 2, Curse of the Lost. AKA The Basement. Pin? Viele Pins. Au. Würdet ihr bitte aufhören? The Lovers vielleicht? Nee? Warum explodiert ihr in 20.000 Scheißkack-Dinger? Oh, da würde ich gern ran. Warum tut ihr das? Ich möchte das nicht. Was sind das auch für Items? Da sind Sachen dabei, so Effekte habe ich noch nie gesehen. Habe ich gerade Heal bekommen? Nee, ich hab mein Seelenherz verloren, obwohl ich nicht getroffen wurde. Warum? Habe ich einen Converter irgendwo drin? Was zur Hölle? Was war das? Warum nehme ich Schaden? Was ist das für eine kaputte Challenge? Irgendein Item habe ich genommen, was mich richtig hart zerbestet hat. Also irgendwas war da, der Anfang war gut, dann hatte ich Brimstone, das war auch geil. Aber was war der Grund, warum ich hier so unendlich viel Schaden genommen habe? Next try. Okay, TM Trainer, ein wunderbares Item. Jacob's Ladder, Eye of 3P. Ein Damage-Up von 314. Das nehme ich mal mit. Was bist du so? Puberty. Okay, wenn ich noch zwei finde, werde ich erwachsen. Temperance. Ich glaube, der Trick bei der Challenge ist, so wie du glücklich bist, nimm keine Items mehr. Wir hätten einfach die Chaos Card bei Mom benutzen sollen.
Auch ein komplettes Herz Schaden genommen. Da ist ein Brimstone mit drin. XF Breed, Illyrius. Und es hatte einen sehr, sehr merkwürdigen Klang. Okay. Was? Jedes Mal, wenn ich ein Pickup nehme, werde ich irgendwo hin teleportiert? Wie lustig ist das denn? Ich sammle den Schlüssel aber auf. Okay, das ist gut. Und wir haben Curse of the Lost. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Klingt gut. Das klingt richtig nach... Ich weiß nicht, wo ich bin. Also das Item, das wir eben aufgenommen haben beim Boss, ist ein ich teleportiere dich überall hin Ding, wenn du, so wie du ein Pickup aufnimmst. Was für ein Item macht das bitte? Weil ich gehe davon aus, dass diese Item-Effekte ja schon von Items generiert werden, die in diesem Spiel existieren. Und dass sie dann in einer Synergie mit einem anderen Item sitzen. Oder vielleicht sogar mit einem Trinket, das wäre auch spannend. Oder? Eben nicht. Vielleicht verändert TM Trainer dann je nachdem... Ich meine, ich mag auch die Gish-Armee, die ich da habe. Hatte. Ja, ihr wollt mir nichts tun, weil ich gerade keinen Charge habe. Die kommen eigentlich nur auf dich zu, wenn du irgendwas Vollgecharges hast. Wenn sie dich dann auch treffen, ist es so, dass du dann den Charge verlierst. Ah, sehr schön. Oder teleportiert mich das dann einfach nur in den nächsten Raum? Weil es wirkt irgendwie so, irgendwas habe ich hier mit Golden Teleporter oder sowas. Theoretisch könnte es mich halt auch in den Error-Raum bringen. Das wäre halt auch super spannend. Wir finden das raus. Devil Deal ist jetzt wohl auch futsch. Hä? Hier lädt sich irgendwas auf und so wie ich dann gedrückt halt, geht diese Anzeige leer. Hä? Ah, guck mal da. Komm. Ey! Setz mich, bring mich hier raus! Okay, ich habe keine Ahnung, was das für ein Item war. Mein Spacebar-Item, keine Ahnung, was das gemacht hat. Ach, guck mal, da ist der Devil Deal. Oh nee. Ah, mein Kopf. Ich bin mega verwirrt. Okay, das muss ich mir runterladen und auf YouTube setzen. Vielleicht soll ich mir auch wieder einfach angewöhnen, die Sachen mit aufzunehmen, weil dann die Qualität besser ist. Weil wenn ich das jetzt... Hä? Wenn ich das jetzt, runterlade von Twitch, dann hat das natürlich auch ein bisschen, miesere Qualität. Aber, ist vollkommen in Ordnung. Für YouTube reicht's. Auf jeden Fall. Das war jetzt ein bisschen gemein. Aber ich meine, hey, so geht's wenigstens nicht verloren. So ein paar Qualitätseinbrüche haben oder nicht haben. Ich nahe das dann schön zusammen, rendere das nochmal schön auf 1080. Vielleicht bringt's ja was. Was ich allerdings mag, ist tatsächlich, dass mit dieser Anzeige und so wie ich dann schieße, dass sie so runtergeht. Das mag ich tatsächlich ganz gern. Das sieht nach einem coolen Item aus. So, das hätte ich wirklich gern.
Okay. Es scheint mich aber wirklich nur in den nächsten Raum zu teleportieren, also in den angrenzenden Raum. Nee, vergiss, was ich gesagt habe. Es folgt keiner Logik. Es bringt mich einfach in irgendeinen Raum rein, wo ich noch nicht drin war. Das macht aber viel zu viel Spaß, ne? Ich muss alles aufheben jetzt. Ich will überall hin. Isaac Repentance, meine Damen und Herren. Halo of Lies. Oder wo es uns hinbringt. Ah ja, guck mal. Also hier wirst du echt belohnt, wenn du einfach wartest und dann diese Zielanzeige hier wegbollerst, ne? Also das ist halt echt... Das ist ein nicer Damage-Output, der damit kommt. Ich meine, Devil Deals, da bin ich gerade eh nicht interessiert. Weil eventuell, wenn wir was aufsammeln... Ist das Wafer? Schlüssel, Schlüssel, Herz, Herz, Schlüssel, Schlüssel. Guck mal, da kann ich einiges... Danke für nix, Spiel. Das Traurige ist, ich muss noch ein Herzchen aufnehmen. Ah, guck mal, der Devil Deal. Ah ja, guck mal, da ist der versprochene Errorraum. Also ja, wir haben irgendwie einen Golden Teleport mit drin. Bryce Bombs. Nee, ich will Bryce Bombs behalten. Okay, ja, okay. Ist egal, komm, wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Gerne kommst mit der Cellar-Musik. Oder nee, ist der Burning Basement. Goldene Trollbombe. Give up. Ja, irgendwie habe ich gerade auch das Gefühl. Also, ob ich das tun wollen würde. Oh mein Gott, das war der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Was ist das? Ist das ein D10? Reroll Enemies? Irgendwas ist da drin, auf jeden Fall ist es echt nicht cool. Deathkarte. Zu spät geschaltet. Ich sterbe. Oh, wir haben einen Eyeshot mit drin. Ah ja, stimmt. Ich vergaß. Wenn ich Sachen einsammle, werde ich ja irgendwo hingeschmissen. Oh mein Gott. Ja, komm, warum nicht? Wir haben ja Spaß. Wir sind ja auch hier für den Spaß. Nee, lass uns erstmal in den Shop gehen. Immerhin sind wir jetzt wieder geheilt. So ein bisschen. Wenn Gegner vereist sind, gelten sie auch als tot. Das ist ziemlich geil. Das heißt, der Raum ist dann beendet, wenn die Gegner vereist sind. Und man kann sie dann kicken. Dann zerplatzen sie in diese lustigen Dinger. Und dann können sie andere Gegner halt auch noch vereisen. Das ist halt auch ziemlich geil. Also Ice Shot, also ich mag das Ice Shot Baby sowie den Ice Shot an sich. Wobei, habe ich den schon freigeschaltet? Kann man den überhaupt freischalten? Weiß ich gerade gar nicht. Eistiers? Weiß ich gerade. Wirklich nicht, ob man den freischalten muss, schon freigeschaltet hat oder ob ich den schon mal hatte. Auf jeden Fall gibt es diesen Tiereffekt.
Ja, hatte ich schon öfter mit Play-Doh Cookie oder $3 Bill. Die Sachen, die halt irgendwas imitieren. Ach, guck mal. Oh, guck mal. Oh, wir kriegen so einen Wisp, wenn wir das einsetzen. Okay. Hey, guck mal. Counterfeit Penny. Welches Wesen schießt da so gut wie ich? Warte. Hey, der zweite Geheimraum. Dieses Wesen, das da an mir klebt, das imitiert meine... Oh, scheiße. Meine, Tierrate. Komm, wir wollen beide haben, oder? Wir müssen danach nur erstmal wieder zum, Secret Room finden. Scheiße. Hätte ich mal das andere genommen. Hey, und was gibst du mir so? One with a shadow. Ah. Ah, ich kann zwei Spacebar-Items tragen. Das ist ja cool. Das, da war ein Pony-Effekt mit drin. Ja! Das ist eine Challenge. Ja, also jeder, der Isaac irgendwie auf irgendeine Weise mag, muss ich Repentance irgendwie zulegen, weil es ist wirklich verdammt lustig. Es ist ja noch nicht mal irgendwie komisch, jetzt irgendwie zu sterben oder so. Ich find's eher lustig. Ja, nein. Ich buy mir keine Followers, keine Sorge. So nötig habe ich dann auch nicht, dass ich hier eine Twitch-Note werde. Also das muss nicht sein. Ist bestimmt auch ein sehr seriöses Angebot. Ja, ich prostituiere mich für Follower. Nicht, auf gar keinen Fall. Ah, da ist wieder der Daddy Ten mit drin. Also ja, den Kommentar, den muss ich gleich mal löschen. Was war das nochmal? Ich sehe da eine Bibel mit drin. Ich sehe da irgendwie den Hairpin mit drin. Aber vielleicht sehe ich auch einfach nur Dinge. Ach ja, stimmt, hier war ja... Oh mein Gott. Wir haben Curse of the Maze mit random Teleport, wenn ich Sachen aufnehme. Also fantastisch. Also besser geht's ja wohl kaum. Schäm dich. Um. Hey, guck mal, eine Karte. Hey, guck mal, derselbe Raum. Der hat nicht als abgeschlossen gezählt. Weil ich den Schädel nicht zerstört habe. Oder? Ach, was weiß ich. Weil wir hatten denselben Raum eben nochmal. Was machst du so? Angenehm.
Vor allem müssen wir jetzt drüber reden, wenn ich mir jetzt Followers kaufe, ja, dann sind es ja zu 1000% einfach nur Bots. Ja, also das ist ja, oder selbst wenn, ich möchte ja Follower haben, also mit denen ich ja sprechen kann. Also die überwiegend die Sprache des Content sprechen, was ja bei mir dann Deutsch wäre, und die mir dann Feedback geben können. Mir geht's ja in vielen Fällen einfach nur um direkten Kontakt und Feedback und sowas, weißt du? So ein bisschen, dass die Arbeit honoriert wird. Das ist das, was es mir bei der ganzen Scheiße hier geht. Ja? Famous als Twitcher. Twitcher, das könnte auch so ein Pornoname sein. Ich bin der Twitcher. Oder ein Superheldenname. Na, pf, je nachdem. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Guck mal, ein Item. Oh, guck mal, es ist ein 12er Charge. Was kann das wohl? Es macht mir Schaden. Das ist ja cool. Och, hör doch auf. Komm, nimm mal mit. Ey, guck mal, ein Devil Deal. Guck mal, jetzt geht's in den Errorraum. Guck mal, nehm ich. Guck mal, nehm ich nochmal. Ich kann's benutzen. Ey, guck mal, der Errorraum. You get what you can? Ich will wissen, was das hier macht. Ich kann es unendlich benutzen, also muss es gut sein. Machen wir doch mal weiter. Mal sehen, wo uns das noch hinführt. Wie viele Menschen sind abgefuckt von dieser Challenge? Weiß nicht, ich finde sie ganz lustig. Frage ist, was sagen andere Leute dazu? Schwing! Ich will da weg. Schwing! Oh Mann. Schwing! Oh cool, da ist der Itemraum. Ich bin schon ganz gespannt. Also wenn wir da irgendwann mal hinkommen, ist ja klar. Au. Wo geht's hin? Nobody knows. Ey, guck mal, ein 3-Cent-Item. Ken Berserker. Ich habe einen Brimstone bekommen. Also ich habe einen Brimstone in einem 12-Charge-Item drin. Das ist jetzt sowas, wo ich sagen muss, boah, nee, lieber nicht. Wir werden auch diesen 12er-Charge wieder gegen unser Infinite-Item eintauschen, weil wer weiß, was das noch bringt. Vielleicht tötet es Bosse instant und ich weiß es nicht. Vielleicht rerollt das Ding und ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was es tut.
Auf der anderen Seite habe ich von gar nichts Ahnung, was in dieser Challenge gerade passiert. Noch nicht mal im Ansatz habe ich eine Idee, was irgendeins dieser Items macht. Aber wir gehen jetzt noch in den Itemraum, ist klar. Aber komm, teleportieren geht schneller. Oh. Ja, aber irgendein Item werden wir nehmen, werden wir uns hier raus teleportieren, schätze ich. Übrigens, ich werde die Neo-Streams und die ganzen Sachen, die werden auch auf YouTube hochgeladen. Curse you. Ne Fetch. Okay. Klingt gut. I guess. Also ja, die ganzen Neo-Streams werden auch auf YouTube kommen. Aber halt auch nur in der Twitch-Qualität dann. Also in dem, was Twitch mir da gegeben hat. Was ist das? Plus you feel empty. Esna. Oh, das hat sich in eine Bombe verwandelt. Cool. Ich krieg hier so ein Holy Charge? Was hab ich denn das verdient? The Party Time. The Book of Word. Oh. Ja, I guess. Das mache ich jetzt die ganze Zeit. Und es ist eine Glass Cannon dabei. Okay, wir rennen jetzt durch. Udaro 1, los geht's. So machen wir das jetzt. Wir nehmen jetzt auch nichts anderes mehr. Wir gehen jetzt so durch. Ich praktiziere jetzt die Taktik, die ich gegeben habe, wo ich gesagt habe, wenn ihr zufrieden seid mit dem Run, nimmt nichts mehr. Das machen wir jetzt genauso. Das machen wir jetzt einfach genauso. Schlechte Musik. Also von meiner Seite aus. Soundtrack ist gut. Ihr wollt den abgefuckten Content? Ihr kriegt den abgefuckten Content. Fantastisch. Ist hier so drin? Noch ein Item? Nein, ich habe gesagt, wir nehmen nichts mehr. Es ist super verlockend, ich weiß. Ihr wollt es auch sehen, ich will es auch sehen. Aber nein, wir wollen jetzt erstmal diese Challenge gewinnen. Wir können sie ja öfter spielen, das ist ja das Coole. Also ich glaube, ich würde die Challenge einfach mal so als Fun zwischendurch nochmal so spielen. Weil du lernst das Spiel ganz anders kennen. Pass auf, wo du reintrittst. Ja. Okay, da ist Eve's Mascara mit drin. Wir haben auch eine unglaublich niedrige Tierrate für das. Oder es liegt halt wirklich an Eve's Mascara. Das kann sein. Auf jeden Fall ist Eve's Mascara hier irgendwo drin.
Nächster Raum. Glass Cannon funktioniert nämlich inzwischen auch anders. Ich drück den Trigger zu Tode, ey. Oh geil, noch ein Seelenherzchen. Lass uns erstmal den Raum fertig machen, weil ich schätze, wir werden hier wieder reingesetzt dann. Wo ist das Seelenherzchen hin? Ist es verschwunden? Tatsache. Irgendwohin ist es verschwunden. Oh, okay, lassen wir das. Gehen wir einfach weiter. Gehen wir einfach Udaro 2. Was soll der Geiz? Vielleicht schaffen wir es ja wirklich. Ich habe keine Ahnung. Aber ich liebe mein Spacebar-Item. Es ist Glass Cannon und jede Menge Wait What. Nein, nicht Wait What. Ist es Wait What? Doch, es ist Wait What. Ich nehme auch wieder durch irgendwelche Sachen Schaden, ne? Wobei es auch sein kann, dass ich jetzt wirklich von irgendwas getroffen wurde. Und ich da einfach den Überblick verliere. Das nehme ich mit. Wir nehmen nichts mehr. Da ist dann die Versuchung, den Run zu gewinnen, doch sehr groß. Ah, aus Versehen den Lucky Penny aufgenommen. Okay. Was passiert? Da unten ist noch einer. Also nicht unbedingt ein Lucky Penny, aber halt ein Penny. Ah, den habe ich aber gerade abgeschossen, also ist er gestorben. Ist wohl so ähnlich auch mit vorhin mit dem Seelenherzchen passiert. Treasure Room? Okay. Ich will auch, glaub mir, ich will die Sachen auch nehmen, aber Jetzt haben wir mal eine reelle Chance, das zu gewinnen, das Achievement freizuschalten. Das ist cool, das machen wir mal so. So, it lives. Da sind wir ja eben schon dran gescheitert, weil uns irgendwas hat uns halt umgebracht. Da gab es halt Dinge. Wir gehen einfach nach oben. Ich schätze mal, dass das Spiel uns zu Blue Baby guidet. Cathedral. Wohl eher Utero gemischt mit Basement. Cellar. Das müsste diesmal wirklich der Cellar sein. Nächstes. Ihr werdet ja von den Schacheln gar nicht angepeilt. Weil ihr ja fliegt, ihr Drecksäcke. Das nehmen wir mal auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, warum ich die Schusstaste tabbe. Ich tabbe die ganze Zeit. Wahrscheinlich, weil ich auch die Schultertaste für das aktive Item tabbe. Scheiße, das hat das Seelenherz wieder eliminiert.
Die Challenge ist einfach das Lustigste, was ich jemals in Isaac gesehen habe. Also das ist halt wirklich fantastisch. Und ich glaube, ich hatte echt Glück mit dem, was ich hier bekommen habe. Weil ich wehr auch die ganzen Projektile und alles ab. Chest! Also jetzt nur noch Blue Baby. Und dann ist der ganze Spaß hier vorbei. Jetzt müssen wir da aber erstens noch hin. Und zweitens dann auch gewinnen. Ach du Scheiße. Yves Mascara, Glass Cannon, alles geil. Ich glaube, mit Glass Cannon würde ich nicht so umgehen, wenn ich es regulär hätte. Noch was hier? Broken Syringe? Also ich glaube, wenn wir getroffen werden, geht auch die Glass Cannon noch kaputt, weil das ist jetzt auch so. Und dann hat die so ein, weil wir die dann auch nicht immer benutzen können, aber... Oh ja, die nehme ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit. Dann nehme ich auch gerne noch das andere mit. Oh. Danke, das ging schnell. Ja, also wirklich, wenn ich getroffen werde, dann... Weil immer, wenn ich nicht getroffen werde, habe ich die Glass Cannon parat. Das heißt, der Effekt der Glass Cannon ist eigentlich noch derselbe. Und das ist halt mit diesem unendlichen Item super gut. Weil das heißt, ich kann so viel Glass Cannon benutzen, wie ich will. Ohne die Downside zu haben. Das ist halt mega geil. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich kaputt gegangen. Nee, ich hab's noch. Okay, spannend. Da könnte das Ende der Challenge sein. Wir haben es geschafft. Temperance has appeared in the basement.